So, heute mal eine kleine Bunkertour. Das ist hier so ein sogenannter Splitterschutzbunker. Das ist hier mitten in so einem Industriegebiet. Die Kamera hat Schwierigkeiten, das scharf zu stellen. Ja, also hier hätten mehrere Personen drin sitzen können. Vor eventuellen Luftangriffen. Ja, aber mehr ist das hier auch nicht. Einfach nur eine Röhre. So, hier nochmal der Bunker von oben. Hier kann man ganz gut sehen, bis hier rüber. Hier unter ist praktisch diese Röhre. Die ist quasi genau oben drauf. So, und hier hinten ist er dann zu Ende. So. Gut, dann fahren wir mal zum nächsten. So, da ist der nächste. Da gehen wir jetzt mal hin. Mal schauen. Ah, wir haben auch Glück, der ist offen. So, wollen wir noch mal gucken, ob die Kamera hier auch wieder so ein Theater macht. Ah, hier wohnen ja manchmal welche. Oh, das hier ein Haufen Müll. Hier liegen noch diese ganzen Sitzbänke drin. Hier hatte man im Falle eines Falles drauf gesessen und hat den Luftangriff abgewartet. Auch hier steht sogar ein Bon rum. Naja, hier haben wohl manche Leute ab und zu mal ein bisschen Spaß. Okay. Jo. Oh Mann, ey. Das ist jetzt meine neue Taschenlampe hier. Die Ultrafire C8. Da steht's. Jo, nettes kleines Ding. Mit einer Cree LED. Vom kalifornischen Hersteller. Das Ding kostet ungefähr 30 Euro. Bei eBay. Klar, wenn man es aus dem Ausland bestellt, kriegt man es garantiert noch etwas günstiger. Aber das Ding hat echt Power für die Größe. Jo. Na gut. So, hier kann man auch wieder ganz gut sehen, wo der Tunnel verläuft. Bis dahin. Ja, im Prinzip sind es einfach nur Betonröhren, die eingebuddelt wurden. Na, genau hier und dann hier ist auch Schluss.
Hier ist noch eine Luke. Okay, die habe ich jetzt davon drin nicht gesehen. Okay, wer weiß. Vielleicht eine Wartungsluke oder Notausstieg, denke ich mal eher. Falls der Eingang verschüttet ist. Wäre am plausibelsten. Okay. So, dann haben wir hier eine alte Verladehalle. Und wie immer haben die Leute ihren Müll hier abgeladen. Naja, kann man nichts machen. So, hier wieder eine Verladerampe. Dazu die Halle. Da drüben geht's weiter. Hier liegen noch alte Bahnschwellen. Dann haben wir hier noch eine Verladerampe mit Halle. Naja, steht alles leer. Hier habe ich noch einen netten Spruch gefunden. Auf Reichsbahngleis nicht zugelassen. Das ist hier so ein alter Bahnanhänger oder wie auch immer man das Ding nennt, ich bin nicht vom Fach. Der hat seine beste Zeit durch, würde ich da einfach mal sagen. Puffer verkauft, Wagen zerlegen. Eingestürzt. Oh meine Güte. Was hier alles noch so rumliegt. Gut. Ja, hier ist noch so ein, das Industriegebiet von der anderen Seite. Ich filme das hier einfach mal aus dem Auto raus. Ja, der Oberhammer. Also hier habe ich auf jeden Fall noch eine Menge Material, was ich mir noch das ein oder andere Mal angucken kann. Vorhin war ich noch bei so einem Winkelbunker oder Spitzbunker. Winkelbunker, weil der Erfinder Winkel hieß. Ich blende hier mal ein paar Bilder ein. Ja, da kann man das sehen. Ich habe leider kein Video gemacht vorhin. Und ja, deswegen kann ich euch leider nur die Bilder zeigen. Meine Güte. Ist ja richtig schwerer Beton verbaut worden. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ein Prellbock aus massivem Stein. Und dahinter irgend so ein siloartiges Ding. Ich weiß nicht, ob hier auch irgendwelche Versuche gemacht wurden oder so. Ich habe keine Ahnung, was das hier alles sein soll. Ich denke mal, wer sich damit auskennt, sieht sofort auf Anhieb, was es ist. Unendliche Hallen. Alles voll damit. Ist echt krass. Und das geht hier immer weiter und weiter. Na gut, okay. Dann war es das erstmal für heute wieder. Mal ein kurzes Video. Ja, ich werde mal sehen, was ich noch so machen kann. Zum Motorradfahren ist es leider heute zu kalt. Macht keinen Spaß. Da bist du ruckzuck durchgefroren. Ja, deswegen gibt es heute mal solch ein Video hier. Gut, dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Hier nochmal schnell der Winkelbunker beim Vorbeifahren.
als kleine Zugabe. Okay, das soll es gewesen sein. Und tschüss.